verreißt man dann direkt das die ganze Maus. Ja, da will ich jetzt aber nicht rein. Ah, mein Herz. Mein Herz. Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen worden, aber es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Innere. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Ja, genau. Nee, da will ich nicht rein. Machen wir mal schön lieber zu. So ist besser. Alter, hab ich mich erschrocken. Boah. Fuck. Was ist das denn? Ein Stück einer Kugel. Nice. Wie viele Stücke auch immer es gibt, aber nice. Ich hab das erste Stück der Kugel. Mich schon gewundert, bei den ganzen Folterräumen, wenn immer die erste Kugel zu finden sei. Und jetzt sehe ich jetzt schon gleich das Vieh kommen. Das ist doch normal, oder? Wahrscheinlich, wenn ich da an die Tür wieder gehe. Achso, die ist offen. Ja, dann habe ich ja wenigstens mal Glück gehabt. Oh ja, er hat mich gesehen. Ringel, Ringelreihe, ich bin gleich tot. Es blitzt mich. Lol. Was hat es getan? Es ist dumm. Was? Oh scheiße, Mann. Ich bin so tot. Ich hab mich eigentlich meinem Schicksal auch hingeben, oder? Oder ich könnte mich retten, indem ich diesen einen Raum finde. Da! Meine Rettung! Oh Gott, nein! Scheiße. Indem ich einfach zum Laden komme. Ah, nein. Nein, 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 nein. Boah. Ja, genau da wollte ich rein. Okay, kommt das Vieh jetzt immer, wenn ich darüber gehe? Das muss ich jetzt mal kurz testen. Also, ich werde mich natürlich nicht erschrecken. Und es wird natürlich jetzt nicht das Vieh kommen. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Jetzt kommt es wirklich nicht, oder was? Dann wie halt hier weiter? Puh. Was ist denn das jetzt? Warum ist es gerade... Es sah aus, als ob ich Schaden bekommen hätte. Man kann die Viecher kaputt machen. Das wäre mir aber neu. Ja, ist die andere Brücke. Das ist auch sehr schön. Weiter hier. Scheiße, ich höre ihn irgendwo. Wo ist er denn? Hey, komm, ich bin aber gut versteckt hier. Da ist es. Lauf da an mir vorbei. Nee, nee, nee. Okay, ich will aber erstmal geradeaus gehen, bevor ich hier abbiege. Wie gesagt, mit Orientierung und so. Da wollte ich auch lang. Ach, Mann. Okay, dann gehe ich halt doch nicht da lang. Scheiß auf Orientierung. Wer braucht das schon? Yeah, Tür. Was ist das? Sollte einfach zu öffnen sein.
Ui. Matsch, matsch. Eine Giftdrüse. Geile Scheiße. Schön mit Hammer und Meißel Pilze zerstören. So gehört sich das. Oh ne, explodierst du jetzt. Ich will das gar nicht eigentlich andrücken, aber ich drücke einfach mal. Der Verräter wusste nicht, was er von dem Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hinaufzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie hallten in der Messingkammer wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den bronzenen Bullen brüllen hören. Mein Gott. Bronzenen Bullen brüllen hören. Okay. Das ist weniger geil, sag ich jetzt mal. Das so zu machen. Alter. Wie krank. Aber solche Foltermethoden kenne ich noch nicht, die soll ich mir mal merken. Zerschreibe mich schon, wenn ich ins Wasser falle. Egal, wir haben wieder ein Stück der Kugel. Voll gut. So. Was? Ja, dann gehen wir jetzt mal links lang. Wie komme ich da jetzt hoch? Gar nicht, oder was? Doch. Sehr gut. Nee. Fuck. Renn, Mann. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Genau. Ach, du Scheiße. Ja, mit sowas, ey. Die Maßen des Mörders wurden an den Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest um sein Bein legen konnte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in seinem letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Mhm. Jawohl. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass es gezeigt hätten, wie das funktioniert. Das wäre dann so, dass das die Krönung. Krönung des Horrors, sag ich mal. Puh. So. Hm. Okay. Spannend gerade, also. Ist echt gut.
glaube, es spitzt sich so langsam alles ein bisschen zu. Kugel finde ich wieder. Ich bin im Altarraum. Ich kenne schon Agrippa. Bin gespannt, wie es weitergeht. Was quietscht der denn so? Hi. Mein Gott, ey, wenn ich mal so quietschen würde, wenn ich laufe. Oh, oh, oh. Schmerzen. Tja. Würde sagen. Ausgetrickst. So, jetzt will ich aber hier geradeaus, Mensch. Gucken, ob ich darf. Oder ob mir wieder jemand auf den Sack geben muss. Scarecrow zum Beispiel. Oh, oh, oh. Ist überhaupt nichts. Hä? Ich dachte, hier wäre jetzt auch wieder so eine Foltertür. Was ist denn das jetzt? Was soll ich hier? Wie viele brauchen wir denn? Nee. Die beiden passen nicht zusammen. Passt ihr zusammen? Die passt auch nicht zusammen. Passt du zusammen? Nee, Moment, das war ja schon. Passt du zusammen? Die bleiben nicht. Was? Sie bleiben nicht zusammen. Oh. Ja, aber schaffen eine Farbe sich ständig ändern. Okay. Ja. Tja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts noch übersehen. Werde ich jetzt einfach mal in den Altarraum gehen. Zurückgehen. Gibt ja noch genug andere Räume hier. Oh, was ist das? Das ist dein Oberschenkelknochen, Leute. Gleich nicht mehr. War da das Vieh? Ich gehe mal wieder zurück. Mann, Mann, Mann. Boah. Da habe ich mir aber schon gut erschrocken. Altarraum, Haupthalle. Mhm. So ein Altar will ich, so eine Kirche oder Altarraum oder was auch immer will ich mal gerne sehen. Warum gibt es denn nicht hier noch so ein schönes Stück von der Kugel? Ich meine, die Leichen sind nicht mehr da. Hätten die wieder abgehakt. Ab ins Hauptschiffchen. Ah, Mann. Wie geht denn jetzt hin? Bin ich erst hingegangen nach rechts, ne? Hier war ich doch mit. Ah, er war ja schon. Alles klar. Ah, okay, gehen wir erst zum Querschiff. Was haben wir jetzt? Die restlichen Kugelschiffe können im Querschiff gefunden werden. Alles klar. Danke, Agrippa. Netter alter sterbender Mann. Der Marine in die gute Stube, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Boah, nee. Also so eine Art von Spiel, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich nie in meinem Leben gespielt. Ist aber eigentlich ganz geil. Das brauche ich jetzt nicht jeden Tag. Ich habe auch manchmal so, mache mal so ein paar Aufnahmeblöcke. Weil, nee, es ist einfach zu krank. How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me already! Kill me! This one. Prepare him. Eine Wendeltreppe nach oben und drei Türen. Nehmen wir erstmal die Türen. Das ist aber dunkel hier.